Hallo. Ich weiß, die eine oder andere sagt jetzt, ach, jetzt hat sie es doch wieder getan. Ja, ich musste unbedingt färben. Ich hatte ja schon meine komplette Naturhaarfarbe bis auf diese paar Strähnchen hier oben. Aber Mädels, ich bin Friseurmeisterin und färbe seit ich 16 bin meine Haare, habe zweimal rauswachsen lassen bis jetzt. Aber ich komme immer wieder drauf zurück. Es sieht im Prinzip genauso aus wie vorher. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Und einen Schritt konnte ich sogar weglassen, aber das siehst du jetzt gleich im Film. Ich fühle mich so einfach wohler. Verstehst du, oder? Dann guck dir an, wie ich es gemacht habe. So mag ich mich nicht mehr sehen. Ich habe jetzt komplett Naturhaarfarbe hier ringsrum. Wenn ich das hier mal so hochziehe, da sind zwischendurch mal Strähnchen reingekommen. Aber es ist im Prinzip seit Monaten nichts mehr Richtiges mit der Haarfarbe passiert. Fazit für mich ist, wenn meine Haare nicht gefärbt sind, dann stehen die hier nicht hoch. Und wenn ich hier so platt am Kopf bin, dann fühle ich mich nicht wohl. Also muss jetzt irgendwas gemacht werden. Vom Prinzip her finde ich das schon okay, wenn ich jetzt so alte Filme von mir sehe mit diesen feuerroten Haaren, da kriege ich manchmal selber einen Schreck und denke, ach nee, das passt jetzt vielleicht im Moment nicht. Vielleicht kommt das wieder, aber im Moment, wie gesagt, finde ich das ganz schön mit dem dunklen ringsrum. Aber wenn ich mich in der Sonne im Spiegel sehe und hier diese weißen Silberhärchen dazwischen habe, was ich jetzt generell nicht schlimm finde, aber zu dem Rest, zu dem Rot, das passt nicht, das ist nicht stimmig. Also habe ich mich jetzt entschlossen, ich möchte es so lassen, wie es jetzt ist, aber das Ganze in gefärbt. Das heißt, alles, was hier ringsrum dunkel ist, mache ich auch dunkel, nämlich in einem Dunkelviolett. Und dann werde ich den ganzen Oberkopf unordentlich abteilen, weil ordentlich gibt diese Kante, wie man das früher so kennt, von diesen Schwarz-Weiß-Färbungen, ganz, ganz scheußlich. Also ich werde es unordentlich abteilen und den ganzen Oberkopf jetzt erstmal rauslassen. Werde aber, das zeige ich gleich, also hier hinten streiche ich erstmal alles ein mit der Farbe. Und dann melde ich mich wieder und dann gehe ich mit einer Auftrageflasche einfach hier nur so scheitelweise durch, um auch da den Ansatz direkt schon mal dunkel zu bekommen. Dann werde ich das Ganze auswaschen und erst morgen weitermachen, weil das muss ein, zweimal durchschamponiert werden, damit diese ganzen überschüssigen dunklen Farbpigmente raus sind. Und dann färbe ich nur den Oberkopf in meinem gewohnten Rot. Werde versuchen, ein paar von diesen blonden Spitzen schon mal einzupacken. Das gelingt aber nicht immer. Und habe mir schon Blondierung bestellt, meine Lieblingsblondierung. Das dauert allerdings noch ein paar Tage, bis die da ist. Ich hoffe, dass die am Montag, Dienstag kommt. Heute haben wir Samstag. Und dann werde ich in diese roten Haare richtig blockige blonde Strähnchen machen, beziehungsweise die werden dann wieder in rosa eingetönt oder die sind dann vielleicht automatisch rosa. Das müssen wir mal gucken, wie es dann wird. Vielleicht brauche ich auch gar nicht so viel Strähnchen. Vielleicht bleibt ja hier von denen noch was übrig, weil die Farbe finde ich ganz schön. Aber das sind alles Sachen, die werde ich jetzt ausprobieren, damit auch du vielleicht wieder eine Anregung hast. Was kann man alles so mit Haarfarbe machen, wenn man nicht unbedingt zum Friseur gehen möchte oder finanziell vielleicht gar nicht kann, weil so ein Päckchen Haarfarbe kostet nicht die Welt. Und da kann man schon mal mutig sein. Ich weiß, jetzt sagen die Friseure wieder, oh, wir müssen den Schaden ausreparieren. Ich zeige ja nur, was man alles machen kann, ob man es dann tatsächlich so macht oder versucht, das hinterher wieder zu blondieren oder so. Das gehört in Friseurhände. Aber jetzt mal so ein bisschen Pep reinzukriegen, das machen wir zwei jetzt mal zusammen. Also ich streiche ringsrum ein und melde mich dann, wie ich das oben weitermache. Die dunkle Farbe ist jetzt ringsrum einfach ganz grob mit dem Pinsel aufgetragen, durchmassiert, damit überall auch was ist, durchgekämmt, damit komplett die ganzen Längen und Spitzen direkt mit dem Ansatz mitfärben. Es sieht jetzt in der Kamera ein bisschen rötlicher aus. Ich hoffe, dass das einfach nur dunkel wird. Ich habe so einen kleinen roten Rest gefunden. Ich habe gedacht, ach komm, eh das nicht reicht, machst du noch mal das dazu. Weiß ich nicht, ob das gut war. Manchmal mache ich sowas einfach intuitiv. Jetzt habe ich mir aus einer anderen Tube dunkle rote Farbe das in der Flasche angemischt mit dem H2O2. Und hier kannst du sehen, habe ich die Abteilklammern. Ich habe mir die Spitzen in Alufolie eingepackt.
Das flutscht ein bisschen und es kann auch passieren, dass beim Abwaschen tatsächlich von den dunklen Farbpigmenten in die Haare laufen und das direkt wie ein Schwamm aufgesogen wird. Das wird sich zwar nach ein paar Haarwäschen dann wieder auswaschen, aber es kann sein, dass es nicht hell bleibt. Aber dafür habe ich ja auch gesagt, mache ich die hellen Blocksträhnen, sobald die Blondierung da ist. So, und jetzt trage ich erstmal diese dunkle Haarfarbe nur mit der Flasche. Erstmal runterschütteln. So, jetzt kommt was. Nur mit der Flasche so an den Ansatz und werde nachher mit den Fingern, also zwischen diesen Klammern, mit den Fingern das Ganze dann ein wenig verteilen, sodass die dunkle Farbe hier nur am Ansatz ist. Die anderen Haare sind geschützt und da kommt dann im nächsten Schritt dann die rote Farbe in das Mittelstück. Also Ansatz soll dunkel sein, Mittelstück rot und die Spitzen hell. So, da muss ich jetzt ein bisschen fummeln, bis die Farbe rauskommt. Aber du hast gesehen, wie ich das meine, einfach so mit der Flasche durch. Kleiner Zwischenschritt. Die Farbe ist also schön dunkel geworden, kommt jetzt im Monitor auch heller raus, als sie ist. Also sieht fast so aus, wie meine Naturhaarfarbe vorher war, nur eben leicht rötlich nuanciert und das glänzt dann eben schön. So, und als ich eben gesehen habe, wie feste diese Knüppelchen für die Spitzen noch sitzen, habe ich gedacht, ach, ich jetzt morgen wieder anfange. Ich habe richtig gut ausschamponiert, sodass das dunkle Farbpigment, das überschüssige, rausgespült ist. Und ich werde jetzt hier das, was hier rausguckt, einfach in meinem gewohnten Rot, das ist das Revlonissimo, in der Farbe C60. Da werde ich jetzt den Rest einfach eintupfeln, auch unregelmäßig, weil die Spitzen sind ja eingepackt, die sollen auch heller bleiben. Die werden nicht so hell bleiben, wie sie jetzt vorher waren. Das ist ganz klar, durch die Kapillarität zieht sich die Auswaschbrühe da rein und tönt die Haare sofort an. Aber ich habe ja gesagt, ich mache dann die blondierten Strähnchen noch rein und dazu nehme ich euch dann wieder mit. Also ich trage jetzt einfach die Farbe auf, wasche das aus und warte dann, bis die Blondierung da ist. Für diejenigen, die wissen wollen, was ist denn das für eine rote Farbe? Ich habe einfach zwei Reste gemischt. Einmal das, dann bitte Standbild machen, wer das wissen möchte. Gemischt mit dieser Farbe. Und das ist, wie gesagt, dabei rausgekommen. Jetzt mache ich alles rot. Das Schöne ist, ich bin gespannt, ob das tatsächlich jetzt so ist, wie man das als Friseur lernt. Als Friseur heißt es, gefärbte Haare kann man mit einer anderen Haarfarbe nicht heller färben. Wenn man gefärbte Haare heller haben möchte, muss man sie blondieren. Das heißt jetzt, ist egal, wo ich jetzt meine rote Farbe auftrage, also wenn das hier drauf kommt, kann ich mit dieser Farbe das, was jetzt dunkel ist, nicht aufhellen. Bin gespannt, ob das tatsächlich so sein wird. Das heißt, ich muss jetzt auf nichts großartig Rücksicht nehmen, sondern kann da mehr oder weniger matschen und lasse die Spitzen aus. Und die kommen mir dann im nächsten Schritt dann auch nochmal als blondierte Strähnchen dran. So, und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht, wenn das dann beides komplett ausgewaschen ist. Ich bin immer wieder selbst gespannt. Das sind Experimente, die man nicht so ganz steuern kann. Aber genau das finde ich ja gerade das Spannende, weil ich will nichts Exaktes haben. Ich will einfach mal eine peppige, schöne Farbe haben, die in Rottönen ist und auch noch gerne mit Rosa durchzogen ist. So, in diesem Sinne, ich setze jetzt die Farbe hier einfach so drauf. Mit dem Pinsel. Das Eingepackte lasse ich eingepackt, schamponiere es durch, nehme es raus, puste trocken und warte sehnsüchtig auf meinen Pott mit der Blondierung. Natürlich zeige ich euch vorher das Ergebnis, bevor ich dann die blonden Strähnchen setze. Für alle, die jetzt aber wissen wollen, ja, wie sieht denn das aus? Wie kann ich mir das vorstellen, dass die Farbe einfach da drauf klatscht? So kann man es sehen. Also ich fasse jetzt diese Knüttelchen nicht an, weil ihr könnt ganz deutlich erkennen, ne? Da ist jetzt alles, was jetzt außer diesen Dingern hier eingepackt ist, alles eingestrichen, auch über den Ansatz drüber, der jetzt normalerweise nach Friseurlehre nicht heller werden darf, weil der ist dunkel gefärbt. Von daher schauen wir mal, wird jetzt einheitlich oder zieht sich das doch ein bisschen heller? Ist mir wurscht, es wird auf jeden Fall am Ansatz ein bisschen dunkler bleiben als in der Spitze. Und genau das möchte ich ja haben. Und wenn nicht, muss ich da eben nochmal nacharbeiten. Also so sieht jetzt der Zwischenschritt aus. Die kräftige rote Farbe einfach draufgestrichen mit dem Pinsel, so ein bisschen reingestupfelt, um da gut dran zu kommen.
Jo, und dann lasse ich das jetzt mal eine gute halbe Stunde drauf, wasch aus und guck dann, wie es aussieht und freue mich dann. Weil es wird auf jeden Fall besser als vorher. Hatte ich gestern gesagt, ich warte jetzt nur noch auf den Pott Blondierung? Ja, warte ich drauf, aber das ist erstmal die nächsten 2-3 Wochen so gut, oder? Jetzt guckt euch dieses Farbergebnis an. Das läuft hier alles super schön ineinander. Da ist keine harte Kante. Es ist exakt so, wie ich wollte. Ho, wieder mal geglückt. Klar, ich meine, was sollte auch werden? Grün konnte es nicht werden aus den Farben, die ich benutzt habe. Aber dass der Nacken schön dunkel ist und hier oben mal wieder ein bisschen mehr rot, aber meine rosa Strähnen noch erhalten blieben, genau so hatte ich mir das gewünscht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viel rosa übrig bleibt. Das kann wirklich durch das Abwaschen dann reinsuppen. Aber so bin ich erstmal total zufrieden und man kann sehen, es schimmert auch hier überall so ein bisschen der dunkle Ansatz durch. Ist also nicht so grell rot wie sonst und ho, so fühle ich mich wieder wohl. Und jetzt gehe ich mit meiner Mama am Rhein spazieren. Bis dann, tschüss.